Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen DeFi-Tutorial. Ihr habt vielleicht schon mal ein bisschen mit Krypto getradet, ihr habt irgendwelche Coins gekauft, ihr habt womöglich es geschafft, die Coins so lange zu halten, bis sie Gewinn gebracht haben. Wahrscheinlich seid ihr im Moment sogar ganz schön im Plus. Und dann habt ihr von diesem ganzen DeFi-Bereich gehört, Decentralized Finance, mit den ganzen Fachbegriffen, den ganzen Projekten, den ganzen neuen Coins, die so tierisch abgegangen sind. Aber irgendwie nicht so richtig kapiert, was das eigentlich soll, worum es da geht, wie man da einsteigt. Dann kommt noch hinzu, dass die ganzen, dass die Transaktionsgebühren so hoch sind, dass man eigentlich schon gar keine Lust hat, irgendwas richtig auszuprobieren auf der Blockchain, besonders bei Ethereum. Denn man hat ja jetzt keine Lust, irgendwie was auszuprobieren, wo man sich noch gar nicht so richtig mit auskennt und dafür dann direkt 100 oder $200 nur für Transaktionsgebühren auszugeben, um dann festzustellen, das hat gar nicht funktioniert oder man möchte das am liebsten rückgängig machen, kann man aber nicht, Kohle ist weg und so weiter. Und meine Idee war deshalb, warum machen wir das nicht einfach mal gemeinsam? Und zwar würde ich ganz gerne mit euch eine Investmentstrategie entwickeln, eine möglichst einfache Investmentstrategie, die sich speziell mit dem Decentralized Finance Bereich beschäftigt, sodass wir Schritt für Schritt da einsteigen können und nach die einzelnen Komponenten kennenlernen können. Ihr habt vielleicht schon mal gehört von DEXs oder vom Yield Farming oder von einem Liquidity Pool und einem Liquidity Provider. Aber was zum Teufel ist das alles? Und im Prinzip ist es wirklich total einfach. Es geht wie überall im Kryptobereich darum, ein bisschen Geld zu verdienen. Nur beim Decentralized Finance Bereich geht es nicht darum, dass man irgendwie einen Coin kauft und dann wartet, bis der steigt im Wert oder wie beim Margin Trading, dass man irgendwie eine Short Order setzt und dann wartet, bis er runtergeht und damit Geld verdient, weil das Ganze hängt davon ab, dass man in eine Glaskugel guckt und überlegt, geht der Kurs rauf, geht der Kurs runter, Number goes up, Number go down. Und das Ganze ist natürlich eigentlich nicht planbar. Es ist ein bisschen planbar. Es gibt zum Beispiel die technische Analyse und so weiter. Man kann also sich die Charts angucken und irgendwelche Trends analysieren und so. Man kann die Fundamentals betrachten und sowas. Und um all das geht es im Decentralized Finance Bereich eigentlich nicht, sondern der Decentralized Finance Bereich ermöglicht es einem, ein bisschen Geld zu verdienen auf der Blockchain, ohne dass man vorhersagen muss, wie sich ein Kurs entwickelt. Das spielt auch eine kleine Rolle, aber es spielt eine untergeordnete Rolle. Und die Idee dahinter ist, und das ist ganz besonders wichtig in der jetzigen Zeit, dass man sich ein bisschen unabhängig macht von den Kursschwankungen. Und zurzeit sind wir ja in einem Bereich, wo die Kurse geradezu durch die Decke gehen und die Kurven, die verlaufen ja so parabelförmig oder exponentiell. Und bei diesem exponentiellen Wachstum ist es ja so, dass am Ende dieser Parabel das Wachstum dann am steilsten ist, aber die Zeit, in der das Wachstum stattfindet, immer kürzer wird. Das heißt, je steiler die Kurse hochgehen gerade, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir uns dem Ende dieser Phase irgendwann nähern und dass die Kurse nicht mehr steigen. Und das ist der Punkt, wo Decentralized Finance richtig, richtig nützlich sein kann, weil wir nämlich die ganzen Gewinne, die wir machen, in irgendeiner Form da absichern können, ohne dass wir darauf verzichten, weiterhin Gewinne zu machen. Nur, dass unsere Gewinne im Decentralized Finance Bereich etwas niedriger sind, als wenn wir jetzt in dieser Parabelphase einsteigen oder weiter hodeln und bis zum bitteren Ende warten, bis dann irgendwann die Kurse abstürzen und es zu spät ist. Das heißt, wir können Decentralized Finance nutzen, um unsere Gewinne, die wir jetzt gemacht haben, abzusichern. Und das ist etwas, was ich ganz gerne mit euch in einer speziellen Strategie erarbeiten möchte. Und dazu muss ich auch sagen, diese Strategie ist auch geeignet, wenn man einfach jetzt nur einsteigt und ein bisschen ausprobieren möchte, wie Decentralized Finance funktioniert. Es ist aber eigentlich auch egal, ob ihr jetzt im Plus seid oder nicht und ob ihr gerade erst einsteigt oder schon länger dabei seid. Man kann dieses Tutorial auf jeden Fall mitmachen und wir werden in unserer Investmentstrategie auch keine hohen Beträge riskieren, weil die Idee hier ist, wir wollen hier nicht gemeinsam reich werden und ganz viel Geld verdienen. Das steht absolut nicht im Vordergrund, sondern wir möchten gemeinsam lernen, wir möchten gemeinsam ausprobieren und das bedeutet auch, wir werden gemeinsam sicherlich Fehler machen. Es wird was schiefgehen. Wir werden
womöglich Geld verdienen und deshalb werden wir auch nicht viel Geld riskieren und investieren. Wir werden immer nur das nehmen, worauf wir verzichten können, was wir nicht brauchen. Und dazu sage ich aber in einem späteren Video nochmal sehr viel mehr. Ich möchte nur jetzt schon darauf hinweisen, dass es hier nicht darum geht, reich zu werden, dass das keine Anleitung ist, wie man hier ganz viel Geld verdient, sondern es soll euch in die Lage versetzen, zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, um dann womöglich mit einer eigenen Strategie Erfolg zu haben. So, und jetzt viel Spaß mit dem Tutorial und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die doch unten in den Kommentarbereich. Ich werde mir das regelmäßig angucken und versuchen, alles zu beantworten. Viel Spaß!